Unser Ziel ist, dass in 12 Monaten bei der Bundestagswahl die SPD als stärkste Kraft vom Platz geht, dass wir weiter den Bundeskanzler stellen. Wir wissen, welche harte Strecke das in den nächsten 12 Monaten ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Friedrich Merz und seine Politik von gestern, dass das niemals für die Zukunft dieses Landes stehen darf. Und das ist motivierend für die deutsche Sozialdemokratie, eine rückwärtsgewandte Politik dann auch in diesem Wahlkampf hart in Frage zu stellen und dagegen vorzugehen. Immer wenn Friedrich Merz in den letzten Monaten Entscheidungen für die Arbeitenden mit in diesem Land treffen konnte, dann hat er sich dagegen entschieden, diese Entscheidung für die Arbeitenden Mitte zu treffen. Ich will hier nur kurz darauf hinweisen, die Union hat sich gegen höhere Löhne, beispielsweise beim Mindestlohn, engagiert. Man hat sich gegen mehr Tarifbindung eingesetzt. Man hat das Streikrecht angegangen. Man ist gegen stabile Renten unterwegs, gegen mehr Investitionen auch in öffentliche Infrastruktur und für einen späteren Eintritt in die Rente. Das sind alles Konzepte der Vergangenheit. Die haben in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Und erst recht sind es keine Konzepte für die arbeitende Mitte in diesem Land. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine Personaldebatten. Und ich erwarte auch nicht, dass es die auf dieser Klausur gibt. Wir sind uns einig, das war gestern auf der Unterbezirksvorsitzendenkonferenz im Präsidium und auch in allen Gesprächen, die ich im Vorfeld dieser Parteivorstandsklausur geführt habe. Wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen, indem wir klar machen, was unsere Unterschiede zur Union sind, indem wir deutlich machen, unsere Konzepte sind besser als die der Union, um Wachstum in diesem Land zu kriegen. Aber völlig klar ist für uns auch, das werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz tun. Und wir tun alles, dass er auch der nächste Kanzler dieses Landes wird.